Kommt mit rein. Können direkt hier anfangen. Ich habe hier eine neue Scheibe drin. Ne? Hast du es eigentlich schon bemerkt oder warst du schon mal hier seitdem? Doch, also ich... Neue Scheibe, neue Tür und ganz neu die Scheibe auch wieder beklebt, ne? So wie es gehört. Ansonsten, Sofa ist alt, die Bilder sind alt, da können aber demnächst noch ein paar neue hinkommen eigentlich, ne? Von den letzten Wettkämpfen. Das hört nämlich auf hier 2015 mit dem Amateur-Olympia. Seitdem ist ja ein bisschen was passiert. Hier, der ist neu zum Beispiel, ne? Der Protein-Coffee ist neu. Kartenzahlung haben wir jetzt, ist auch neu. Gute Michel. Die ist auch ganz neu. Ne? Haben wir hier noch. Ja, den Shop, den haben wir ja schon länger hier. Da ist jetzt nichts weiter Neues. Dann hier. Hier oben mein Büro-Schreibtischbereich ist Chaos. Das ist auch nichts Neues, aber gibt es ein paar neue Sachen. Hier zum Beispiel neue Aufkleber. Ne? Kannst direkt mal ein paar mitnehmen gleich. Ne? Schöne neue Aufkleber. Was haben wir noch hier? Ich habe ein neues Handy. Das ist mein neues Handy. Das ist dein? Das ist ein Huawei P20 Pro mit diesmal einer Schutzhülle. Ne? Das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Schutzhülle habe, weil das ist mein altes Handy. Schutzhülle war eine gute Idee. Da ist so ein schöner Aufkleber drauf, aber ne? Die Dinger sind ja aus Glas. Das ja, ansonsten, das T-Shirt ist neu. Das auch neu. Genau, die New York Pro. Plakette ist diese neu an der Wand. Das Bild da ist neu, das hat mir, haben mir Personal Training Kunden mitgebracht. Das ist übrigens auf Basis von dem Bild aus New York entstanden. Haben die selbst gemalt? Haben die mir gemalt und mitgebracht, genau. Das T-Shirt hier ist neu zum Beispiel. Das ist sogar so neu, das gibt es noch gar nicht. Das habe nur ich. Ja, da wird es aber demnächst eine Limited Edition geben. 111 Stück gibt es davon und dann gibt es zu jedem noch hier so ein Poster. Mit Unterschrift und Nummerierung dazu. Und das Ganze kommt dann in so einem geilen Karton und so weiter. Also es wird richtig geil. Das seht ihr dann bei mir auf Instagram und so weiter, wenn das endlich fertig ist. Also so sieht das aus. Sehr schön. Alte Schule, so. Ja, das ist der Wasserball von meiner Tochter. Aber fliegt der immer hier im Studio? Der fliegt dann immer hier rum, genau. Ja, Bälle sind angesagt. Wie geht's dir? Okay. Ja, was haben wir hier Neues? Hier hängt ein neues, altes Bild von mir. Das hing früher bei uns im Shop und da es den Shop nicht mehr gibt, hängt das jetzt hier. Da könnt ihr mal alle raten, wie alt ich auf dem Bild war. Zeig noch mal mein Gesicht da. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie alt ich da wohl war und was ich gewogen habe. Ja, das habe ich aufgehängt jetzt kürzlich. Ansonsten, ich glaube, hier ist soweit alles beim Alten geblieben. Alles beim Alten geblieben soweit. Da gibt es auch nichts Neues. Nein, nein, nein. Es gibt ja noch einen Studio-Report, ne? Also wenn ihr da sehen wollt, die alten Sachen, dann könnt ihr da nochmal reinschauen. Die Fenster sind auch neu. Genau, die Fenster sind neu gemacht worden. Da sind auch wieder neue Aufkleber drauf. Das Laufband ist noch relativ neu. Das war, glaube ich, im letzten Studio-Report noch nicht dabei. Die sind auch neu. Die Bilder sind neu. Das ist ein Teil meiner... Mentees oder wie sagt man, ich bin der Coach und das sind die Gecoachten. Da gibt es auch ein Wort für. Coaches. Coaches. Es gibt ein Wort dafür. Jedenfalls Leute, die ich vorbereitet habe, wie ich meine, recht erfolgreich. Ne? Von dem einen oder anderen, von allen eigentlich, gibt es auch Videomaterial. Ne? Mhm. Also wer da mal gucken will bei Rap One oder bei mir im Kanal, der kann da ein bisschen weiter schauen, wer das ist und was sie so gemacht haben. Und dann habe ich jetzt hier mal angefangen, so eine Wall of Fame einzurichten. Ja, finde ich immer geil, wenn man ins Studio kommt und man sieht so, wer da so trainiert und wer da schon so, aus wem da schon sowas geworden ist, welche Titel man schon geholt hat und so. Es gibt immer so eine geile Atmosphäre im Studio. So wie es halt früher war. So.
Der Raum ist auch schon alt, den gibt es schon seit 1887. Aber mit ein paar neuen Geräten jetzt. Die Schultermaschine ist neu. Hier. Die Hammer Strange. Ne? Die habe ich neu geholt für Trizeps-Training. Also ja, Dips für Trizeps, Schulter, Brust. Das Ding haben wir gebaut selber. Das ist eine Hochbank fürs Rückentraining. Kann man sich drauflegen. Jetzt mit dem Mikrofon ist ein bisschen schlecht. Aber man legt sich eben drauf und dann kann man rudern. Und man kann rudern, ohne dass man den unteren Rücken belastet oder sonst irgendwas. Wirklich die reine Ruderbewegung. Man kann kaum abfälschen, so gut wie gar nicht. Und man kann durch dieses Design dieser Stange hier, kann man eben sehr, sehr hoch ziehen. Also man ist nicht beschränkt jetzt, dass man nur bis hier hinziehen kann, sondern man kann bis ganz, ganz, ganz hoch gehen. Ja, das wie gesagt haben wir selber gebaut. Die Bizepsmaschine ist auch neu, auch eine Hammer. Das ist jetzt, glaube ich, meine fünfte Bizepsmaschine, die ich hier habe. Ja, und dann hier in dem Raum sind auch ein paar neue Bilder, genau. Genau, da habe ich ein paar neue Bilder aufgehängt. Das war ein bisschen kahl hier. Arnold-Bild. Das haben wir noch beim letzten Mal noch entwickeln lassen. Stimmt, stimmt. Ja, genau. Ja, Dorian muss natürlich hier bei den Rückengeräten, ne, gehört er halt hin. Nochmal ein Bild vom Dorian. Hier ist irgend so ein guter Bodybuilder aus den 70ern noch. Keine Ahnung, aber ich fand, der sieht cool aus. Coole Frisur und so. Lee Haney hängt da. Und die hängen schon länger, die Jungs. Seit 83, ja. Und die Maschinen, die sind auch alle noch relativ neu, beziehungsweise ich habe sie ganz neu gekauft. Stehen jetzt hier ein paar Wochen, beziehungsweise ein paar Monate. Das ist eine Low Row für den Rücken. Das ist eine Iso Row auch für den Rücken. Das ist die High Row für den Rücken. Ja, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich so... Das ist gerade der Zug, nur zur Info, ne? Genau, hier fährt ab und an mal ein Zug vorbei. Heute sehr, sehr viele. Sonntags ein bisschen weniger. Und wir haben natürlich alle Fenster auf, weil es heiß ist. Ja, so mein Schwerpunkt im Rückentraining ist so der obere Rücken, die Dichte. Und deshalb habe ich diese ganzen Rudermaschinen besorgt. Zum einen, weil ich sie gerne haben wollte. Zum anderen, weil ich die Hammer-Rückenmaschinen halt richtig geil finde. Und zum anderen, weil das hier im Studio noch ein bisschen unterrepräsentiert war. Ich habe extrem viel gehabt für Beine. Wie gesagt, für Bizeps habe ich 5 Maschinen, glaube ich. Aber für den Rücken war ein bisschen dünn. Klar, so die üblichen Seilzüge und so weiter habe ich natürlich, aber da wollte ich noch ein paar richtig geile Maschinen haben. Deshalb habe ich die 3 gekauft und dann habe ich noch hier die, das ist die Decline Press oder Decline, also Negativ-Schrägbank. Und hier ist noch eine normale Brustpresse von Hammer. Genau, also einiges an neuem Equipment. Dann kommen nächste Woche nochmal 2 Crosstrainer, Live Fitness mit... Fernseher, Internet und was man alles nicht braucht. Ja, das ist so, wie soll ich sagen, ich bräuchte eigentlich gar keinen Crosstrainer, ne, aber man will ja seinen Kunden natürlich alles bieten, was es so gibt. Und dann habe ich gedacht, dann hole ich auch direkt was richtig Gutes, Feines, Ordentliches. Also demnächst wieder auch 2 Crosstrainer hier im Bodypower Studio. Ja, das waren eigentlich so die wichtigsten Neuerungen hier im Studio. Wisst ihr Bescheid, was hier so Neues gibt? Ihr könnt natürlich auch gerne mal persönlich reinkommen. Wir haben Tageskarten, wir haben Zehnerkarten, Monatskarten. Kann natürlich auch gerne Mitglied werden bei uns, wenn ihr in der Nähe wohnt. Ansonsten könnt ihr gerne mal im Rep One Shop vorbeischauen. Ich habe auch einen Shop hier übrigens, ja. Wie gesagt, jetzt auch mit Kartenzahlung. Ansonsten, wenn ihr weiter weg wohnt, dann schaut mal im Rep One Shop vorbei. Bestellt da ordentlich, gebt den Code HOFF10 ein, dann könnt ihr 10% sparen aufs gesamte Sortiment und unterstützt uns mit unserer Arbeit für Bodybuilding und für gepflegte Bodybuilding-Unterhaltung. So muss man sagen. Ja, könnt ihr gerne mal reinschauen, macht das. Tut ja uns was Gutes und euch auch. Könnt ihr 10% sparen, wie gesagt. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Nicht vergessen, teilen, liken, abonnieren. Glöckchen anklicken, kommentieren, gerne sagen, was ihr noch sehen wollt, was euch alles so interessiert und einen guten Pump. Bis bald.